Der Bodenaustausch im Naturschutzgebiet Boberger Niederungen soll im Sommer kommenden Jahres beginnen. Das hat die Umweltbehörde bekannt gegeben. Bereits Ende 2023 wurde auf einer Fläche von 1,6 Hektar Bäume gefällt, um den Austausch vorzubereiten. Zudem wurden jeweils 100 Fledermaus- und Vogelkästen als Ausweichquartiere aufgehängt. Die Bodensanierung soll etwa 2 Jahre dauern. 2018 hatten Messungen in dem Gebiet einen stark erhöhten Dioxinwert im Erdreich ergeben. Vermutungen der Umweltbehörde zufolge sollen diese durch illegalen Industrieabfall und Bauschutt aus den 60er Jahren verursacht worden sein.